Recht herzlich willkommen zur neunten Folge von Europa Universalis 4 mit Köln und ja, vielleicht dann Westfalen und Deutschland. So. Darlehen nochmal ordentlich, ne? Ist klar. Beraterplatz, wo sind wir denn jetzt hier in der Ländereien noch zu unterwegs? Braunschweig, Limburg, Kassel, Heuer, Meppen und Kleve. Braunschweig, Limburg, Kassel, Heuer, Meppen und Kleve. Also diese und diese. Da nicht und da nicht. Ja. Kassel, gucken wir mal rein. Krieg erklären, Kleve, Bayern und Aachen. Aber mit uns würde keiner sein, also können wir das schon mal abbrechen. Das wäre kein Erfolg. Braunschweig. Oh. Die hätten nur Verden und wir hätten Bayern und Trier auf unserer Seite. Ja, hört sich so an, als ob das ein Ziel sein könnte, ne? Da gibt es eine Waffenruhe, okay. Expansive Aggression 50. Könnte man versuchen mit dem Vasall sozusagen, ne? Ja, das wäre das gleiche in Grün wahrscheinlich, ne? Oder? Oh ja. Dann Kassel, ne, Münster, Utrecht, Lüttich, Frankfurt, das hört sich schon mal irgendwie nicht so gut an. Da haben wir schon mal was mit zu tun gehabt und sind da schlecht rausgekommen, ne? Okay, wir hätten einige, die uns helfen würden, aber nicht so wirklich, ne? Kriegsgrund ist Eroberung. Kleve haben wir dann noch. Wenn wir denen den Krieg erklären, ist das Friesland, Oldenburg und Hessen. Aber Oldenburg ist nicht dabei. Friesland, 49 positiv, negativ 0. Okay. Wenn wir da die Beziehungen verbessern, ne, könnte das sein, dass die dann auch nicht mit da einsteigen würden? Gehen wir da mal gerade hin. Machen eine Beziehungsverbesserung und gucken, wie sich das verändert. Jetzt war es 49,0. Lassen wir mal gerade laufen. Oh, wir haben Dezember im Spiel gehabt oder sowas, ne? Dann läuft irgendwie Weihnachtsmusik. So. 13. Neun. Warten wir mal, bis das hier grün ist. Und gucken dann noch mal rein. Und da kommt ein Verhandlungsbericht. Warte mal. Wir können das bezahlen. Darlehen zurückzahlen. Machen wir mal. Oh, sind mehrere Darlehen verlängern. So, 9 Dukaten haben wir noch da oben. Oder Taler oder was das auch immer ist. Hier ist jetzt 5. So, das nächste Mal. Ne, müsste 2 Runden noch dauern. 2 Monate, oder? Ja, 1 plus. Ne, 1 minus ist jetzt noch. Wir wollen aber 1 plus. Und Friesland hat 8 Einheiten da oben. Das wäre schon relativ gut, ne? So, einmal Geld und dann sind wir da dran. So, Pause gemacht. Gucken wir nochmal rein. Krieg erklären. Ja, da ändert sich nichts. Wir haben nur zwar positiv da oben, aber das ändert nichts. Okay, wir haben aber dann jetzt die Möglichkeit, ich glaube, das machen wir jetzt, ne? Kleve erobern. Macht irgendwie Sinn, oder? Wir sollten unsere Truppen vielleicht bis nach Berg ziehen erst, damit wir da besser reingucken können, ne? Ja. Ist dann die Frage. So, jetzt nochmal Krieg erklären, ob die da oben die Friesen überhaupt helfen können, ist ja die nächste Frage dann noch, ne? Hessen sind hinter uns. Okay, das ist. Ah, die sind mit Achten auch da. Da würden wir sehr schnell ins Hintertreffen gelangen, aber spielt keine Rolle, ne? Krieg erklären.
Den haben wir. Deutsche Nation war klar. Und ja. Hier nochmal gerade durchgeguckt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Sieht alles toll aus und hier wollen wir hin und Kriegssteuern erheben. Machen wir. Gut. So, und dann greifen wir da mal an. Und gucken, was bei rumkommt, oder? Ah, die greifen uns an. Aber hier unten marschieren auch die Trierer zu. Das ist wichtig. Oh, ganz wichtig ist das, weil wir gerade hinten liegen, ne? Oh, da kommen auch schon die... Na, das ist jetzt aber doof gelaufen, ne? Das dauert zu lange mit Brandenburg. Kommen die noch da rein? Nein, leider nicht mehr. Gut. Die Hessen, ach so, okay. Ach ja, die waren ja mit dran, ne? Unsere Truppen müssen wir aber dann mal zurückholen. Kommen sie wieder? Ja, sie kommen wieder. Kassel ist ja auch dabei. Sehr interessant. Okay, das ist gerade grün geworden. Das ist super. So. Und jetzt das 21 Einheiten. Und die Bayern marschieren da rein, oder? Wir müssen auf jeden Fall unterstützen. Die Brandenburger kommen nach, das ist super. Dann reicht's, oder? So, diesmal klappt das aber. Diesmal werden wir diese Armeen wieder trampeln. Ja. Super. Das läuft ganz positiv. Okay. Bayern kommen auch noch nach. Ja. Mal schauen, was alles rausspringen kann dann, ne? So, Truppen erholen sich natürlich nicht gerade, ne? Aber wir haben auch wieder keine Mannstärke hier oben, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Finanzbericht. Ja. Zahlen wir zurück. Und lassen weiterlaufen. Ja, es kommen immer mehr Truppen von den Verbündeten. Das sieht gut aus, ne? Das hessische Land hier, das müsste man eigentlich noch besetzen. Geht jetzt aber gerade nicht. Jetzt machen wir erst Kleve fertig. Die Bayern kommen, glaube ich, mit noch einer Truppe hoch. Tatsächlich. Das ist kapituliert. Dann marschieren wir jetzt hier hin. Oh, wie viel kommen denn da oben runter? Okay. Wäre schön, wenn mir einer hilft. Na, das war jetzt nicht so das Ziel, ne? Trierer nur 7. Wo bleiben die Brandenburger? Oh. Warte mal, lass mal gerade Pause machen. Provinz anzeigen und gucken, was Kleve jetzt so vorhat noch. Ja. Das würde nicht funktionieren. Gut. Kassel auch nicht, und, aber Würzburg würde gehen. Würzburg würden sie abgeben. Wäre aber irgendwie jetzt nicht so ideal, weil das von uns abgetrennt ist, ne? Nee, dann warten wir da noch ab, was da passiert. Ja, müssen wir weiterlaufen lassen und gucken. Die Bayern kommen nach, kommen aber wahrscheinlich zu spät. Automatische Speichern, ja, das ist zu spät gekommen. Ja, aber der Kampf geht weiter. Ich glaube, wir haben keine Einheiten mehr. Oder ist da noch eine bei? Nee, die sind weggelaufen. Okay, die haben sich befreit, die Kleber. Ja, und wir müssen dann gucken, dass wir wieder ein paar Einheiten kriegen.
63 Tage, 64 Tage und dann haben wir kein Geld mehr. Okay, die Bayern haben sie zurückgezogen. Die Trierer gehen wieder nach Kleve rein, kann das sein? Nicht ganz. Die Hessen sind noch da. Da unten wird gekämpft. Die Friesen sind geschlagen worden. Dahin aber war keine gute Idee, weil ich meine Truppen nicht zusammengezogen habe vorher. Aber wir haben trotzdem gewonnen. So, Einheiten verbinden. Und wir brauchen Anführer, ne? Nee, das nicht. Daneben. So. Jetzt gehen wir mal da rein. Und wir müssten noch eine Truppe herstellen. Okay, da kommt ein Friedensangebot von Hessen. Sie bieten uns die folgenden Bedingungen. Aachen aufkriegen, zahlt 20 mit dem Kriegs. Köln ein Prestige. So, können wir die Hessen rausnehmen? Nein, das lehnen wir erstmal noch ab. Machen wir weiter. Da bräuchten wir noch eine Truppe, die kriegen wir auch noch. Die sind okay. Die Kleber, die laufen da immer hoch und runter, ne? Ja, da kommen noch 7 Einheiten von Friesland. Oh, die haben jetzt 8 Einheiten. Okay. Dann marschieren die Trierer ein. Wir müssten hier eigentlich was hinkriegen. Friesland besetzt, okay. Jetzt gehen sie dahin. Marschieren nach Kassel, um das zu befreien wahrscheinlich, oder? Die dürfen hier nicht durchmarschieren. Da kommen aber unten noch welche. Was machen sie hier? Gibt noch ein bisschen mehr Geld dazu. Ich lehne ich noch ab. Weiterlaufen lassen. Die Brandenburger helfen uns da oben. Freien unser Land. Die Trierer sind da. Ah, wir haben hier noch eine Einheit. Die wollen wir mal gerade überholen. Die vereinen wir. Und noch 2000 Mann. Dann können wir noch eine holen. Geld ist da. So. Die befreien da gerade Würzburg. Automatisch speichern. Gut. Was machen die Brandenburger jetzt da, ne? Okay. Noch 2 Truppen nach. Mein Gott. Okay, Limburg ist weg. Naja, das ist jetzt nicht schlimm. Wer ist da? Theologe. Okay, das war jetzt nicht so spielentscheidend. Dann ziehen wir nach. Und die Brandenburger sind da. Kommt gleich ein Friedensangebot von Kassel, denke ich mal. Das werden wir jetzt mal gucken. Ah, ich würde ja gerne ablehnen. Und wir verhandeln mal jetzt. Frieden verhandeln, und zwar Kassel. Das geht. Unser Ruf geht runter. Gucken wir mal, was wir noch an Geld kriegen könnten. Warte mal.
Heilbronn zurückgeben. Würzburg an Würzburg zurückgeben. Das wäre ja auch cool, oder? Oder? Nee, lass mal. Aachen, Kleve. Da sind Verträge aufkündigen. Das würde auch noch gehen. Ansprüche aufgeben auf Köln. Geht auch. Kriegsreparationen bezahlen. Das wird nicht gehen. Ansprüche aufgeben auf Mainz. Nö, das ist egal. Gucken wir, was wir noch an Geld kriegen können. Gut, und Forderung senden. Pause raus. Und die haben netterweise angenommen. So, unsere Truppe muss darüber. Und hier können wir schon die Kernprovinz machen. Okay. Das ist gut. Truppen weg. Machen wir. Unser Land wächst und gedeiht. So. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir gerade, bevor wir hier weiterlaufen lassen, noch Kredit ablösen. Wir haben 101. 1. Mai. Zurückzahlen, okay. November. Zurückzahlen, okay. So, da haben wir nur noch 30. Den können wir nicht mehr. Dann ist das schon mal okay. Lassen wir weiterlaufen. Die Friesen sind da unten noch am Kämpfen. Jetzt gehen wir noch in Kleve rein. Gegen Hessen. Okay. Ja, ist klar, dass der weg ist. So, Kleve haben wir gleich auch am Sack, oder wie ist das? So, was ist hier oben alles? Rebellenaufstand, wo? Okay, brandenburgischer Aufstand wird das werden. Maßnahmen ergreifen. Raue Behandlung. Oder Stabilität steigern. Nee. Nochmal raue Behandlung. Kriegsmüdigkeit brauchen wir jetzt gerade nicht verringern. Wir könnten das auch machen. Nee, lass weitermachen. Gut, jetzt müssen wir Kleve noch besetzen. Können wir mit Friesland was verhandeln? Nö. Ja. Müssen wir warten, bis hier Kleve besetzt ist. Das ist gerade passiert. So, und dann kommen da oben welche runter, sehe ich gerade. Diplomatie, Frieden verhandeln. Kleve will sich nicht abgeben. Gut. Dann lass mal gerade laufen. Da gibt es einen schönen Kampf. Den unterstützen wir mal schnell. 15 zu 10. Okay, das läuft. Wir haben gewonnen. Dann gehen wir nach Friesland und besetzen die da oben mal gerade, oder? Gewonnen. Gucken, was wir da mit Friesland noch machen können, ne? Provinzanzeigen, Diplomatie. Frieden verhandeln. Okay. Gut. Ich
Kriegsreparationen zahlen? Machen sie auch schon nicht. Ansprüche aufgeben auf Oldenburg ist auch nicht, aber wir wollen mal gucken, ob die einfach nur den Weißen Frieden geben. So, und dann gucken wir hier nochmal. Aachen, okay. Und dann sind wir hier bei Kleve und dann gucken wir da nochmal rein, ne? Ja, funktioniert, ne? Kleve ist dann abgegeben. In 79 Ländern, ja komm, das ist, nehmen wir jetzt mal einmal in Kauf, ne? Geld würden wir ein theoretisch auch komplett kriegen müssen, ne? Aber klick's mal lieber an. Ja komm, das ist alles gut. So, und Kleve ist dann vorbei. So, wohlauf. Kleve können wir auch zur Kernprovinz machen. Okay. Sollten wir auch tun. So, und dann sind wir hier noch was. Zu wenig Rivalen. Okay, ja. Brandenburg und Bund. Sachsen war schon mal unser Rivale. Die können jetzt mal wieder Rivale werden. Dann haben wir noch die Hanse. Okay. Das passt. Was haben wir hier? Darlehen wird bald fällig. Unruhen ist auch klar. Armeen sind im Exil. Ach, da oben. Okay, dann wollen wir mal schnell zurückkommen. Lass mal gerade weiterlaufen. Da kommt was. Ja, wie sieht denn das da aus mit... Oh, 32 müssen wir noch was tun, ne? Das lehnen wir aber ab und verbessern die Beziehung. Gut, lass die mal gerade runterlaufen. Waffenruhe wird enden und da Händler Maximilian Limberg ist gestorben. Was war das? Maßnahmen ergreifen. Unabhängigkeit von Braunschweig. Haben wir nochmal eine raue Behandlung. Dann ist das durch. Truppen sind schon zurück. Dann haben wir hier noch was. Tempel. Können wir Nassau bauen. Der bringt uns da auch 0,06. Hier haben wir noch einen Marktplatz. Okay, der ist vielleicht irgendwie ein bisschen besser oder so. Kann das sein? Zusätzlicher Handelseinfluss. Ja, was bringt das am Ende? Das ist die Frage, ne? Tempel können wir nur einbauen. Marktplatz geht überall, oder was? 1,6, 2,6. Dann bauen wir den nochmal dahin. Und... dann gehen wir gerade noch auf die letzte Karte hier und sollten mal schauen, dass wir da was verbessern. Den, dann sind wir da schon durch. Münster, hier haben wir noch einen 3, da geht aber nicht. Hier unten Paderborn verbessern wir zweimal. Dann sind die Punkte auch aufgebraucht. So. Ihr habt Ansprüche auf Heuer und Meppen und Braunschweig. Okay. Limburg hatten wir verloren. Ja, das würde ich sagen, soll es dann erstmal für die Runde gewesen sein. Wir haben das und das dazu gekriegt. Wir werden immer größer. Nächstes wäre vielleicht Hessen schön, damit das Kernland größer ist. Müssen wir dann mal gucken, wie es weitergeht. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.